Heute suchen wir den mysteriösen Tempel von Dendera auf. Er ist am Westufer des Nils, südlich von der Stadt Qenna und 60 Kilometer nördlich von Luxor gelegen. Der Tempel Hathor in Dendera ist einer der am besten erhaltenen Tempel aus dem alten Ägypten. Einige Teile stammen aus dem Jahre 1995 vor Christi. Den Haupttempel erbaute man jedoch 54 Jahre vor Christi. Die Hathor ist eine ägyptische Göttin der Liebe und der Mutterschaft. Es wird angenommen, dass sie die Frau des Falkengottes Horus ist. Der Tempel von Dendera war das Zentrum des Hathor-Kults. Wie alt dieser Tempel genau ist, erfährt man nicht. In Schriften, die im Ägyptischen Museum 4000 Jahre alt sind, wird der Wiederaufbau des Tempels von Dendera erwähnt. Den Tempel baute man mindestens 6-mal auf seinen ursprünglichen Fundamenten um. Wir besuchen den Tempel von der rechten Seite aus, und zwar zuerst das römische Geburtshaus und danach die koptische Basilika. Beim Durchgang durch das Ptolemäische Geburtshaus und dem Sanatorium kommen wir auf die große Fläche neben dem Haupttempel. Von hier aus bekommt man die Vorstellung, wie groß das Areal des Tempels war. Die Umfassungsmauer aus Lehmziegeln ist 280 x 280 Meter weit und 10 Meter dick. Ja, das ist der ehemalige Heilige See. Er ist ein 25 x 21 Meter großes Wasserbecken. Im Inn vollzog man die ritualen Waschungen der Priester, die für die Kulttätigkeiten vorzunehmen waren. Der Tempel blieb bis in das 19. Jahrhundert hinein verschüttet, weswegen er gut erhalten blieb. Erst als im Jahre 1799 Napoleons Soldaten dort Rast einlegten und eine Kiste Munition durch den Sand nach unten in die Räume rutschen ließen, entdeckte man den Tempel erneut. Von hier erblickt man die gesamte Tempellänge. Was ist jedoch da oben unterhalb der Dachkante? Ja, das ist ein Wasserspeier, aber weshalb hier in Ägypten? Ja, vor mehr als 10.000 Jahren war Ägypten ein regenreiches Gebiet, in dem Wasserspeier unerlässlich waren. Jetzt gehen wir in den Geburtstempel der Isis. Ich bin positiv angespannt, denn schon hier in diesem Tempel, in Sanktuar, sehe ich das bekannte Relief der vermeintlichen Birne. Die weiteren drei ähnlichen, aber leicht unterschiedlichen Reliefs befinden sich in dem Tempel von Hathor. Diese Tempelanlage ist ähnlich den anderen ägyptischen Tempelanlagen zum Nil hin ausgerichtet, jedoch nicht in Ost-West, sondern in Süd-Nord-Richtung, da der Nil an dieser Stelle eine Biegung macht. An der Rückwand im Tempel von Hathor sehe ich, wie die alten Ägypter die Steine verbunden haben. Das ist auf die gleiche Art und Weise wie im Punka Punku in Bolivien, bei den mindestens 4000 Jahre alten Ausgrabungen. Jetzt begeben wir uns zum Tempel von Hathor. Hier ist der Pronaos mit insgesamt 24 Hathor-Säulen ausgestattet. Die vierseitigen Kapitelle verzierte man mit dem Gesicht der kuhohrigen Hathor.
Verehrer Christen, führten den Zeulen mit Hathor schwere Beschädigungen zu, um die Bildnisse der heidnischen Göttin unkenntlich zu machen. Die Säulen mit Hathor sind das Wahrzeichen des Tempels. Die Hallendecke trägt eine komplexe und fein eingearbeitete Himmelskarte mit Tierkreiszeichen. Überall ist eine Zickzacklinie zu finden, die Wasser symbolisiert. Zwei Linien bedeuten viel Wasser, drei stehen für die Flut des Nils und mehrere symbolisieren die Sintflut. Die große Zahl an Booten kann bedeuten, dass eine maximale Zahl an Menschenleben vor der Sintflut zu retten sind. Hier, das ist die Geburt der Sonne durch Nut im Wabet. Jetzt begeben wir uns hinauf auf die Dachfläche. Auf dem Dach sind zwei Heiligtümer der Kapellen für Osiris. Im mittleren Raum der nordöstlichen Kapelle entdeckte man an der Decke eine berühmte Darstellung des astronomischen Tierkreises. Das Originalrelief findet man heute allerdings als Ausstellungsstück im Pariser Louvre. Als Ersatz dient hier ein Gipsabdruck. Die Fachwelt schaut auf zu diesem Sternkreis, in dem der Präzisionszyklus abgebildet ist, einschließlich des Anfangs und des Endes dieses Zyklus. Hier finden wir eine komplette Sternenkarte der Antike. Der Sternenhimmel entspricht vermutlich der Konstellation aus dem Jahre 4380 vor Christi bis 2200 Jahre vor Christi. Auf dem Tierkreis erscheint jedoch der Löwe als Anfangszeichen nach dem Schnittpunkt von Ekliptik und Erdäquator. Falls alle Konstellationen des Löwen, die sich in einem Boot befinden, geführt werden, bedeutet dies, dass die Sternkarte 12.000 Jahre alt ist, da sich damals die Sonne im Sternbild des Löwen befand. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit fertigten den Tierkreis die Menschen an, die sich nach der Zerstörung von Atlantis retten konnten. Aus diesem Grund befindet sich auch der Löwe in einem Boot. Auch der unbekannte Planet Nubira mit dem Finger vor dem Mond steht für die Geheimnisse. Die Positionen der Planeten entsprechen den Positionen zum Zeitpunkt der Zerstörung des Planeta Phaeton. Das Dach des Tempels zeugt von einer so starken Dicke mit einer großen Tragfähigkeit von vielen Tonnen, so dass das Andocken von Luftschiffen nicht auszuschließen wäre. Beim Runtergehen über die Treppen in das Erdgeschoss ist eine große Zahl an weiteren Informationen den beiden Wänden zu entnehmen. Unser Ziel ist jetzt die Krypta mit den vermeintlichen Birnen. Da die Tempelumbauten immer auf dem vorhandenen Fundament der Krypta stattfanden, ist der damalige Zutritt nicht erhalten geblieben. Um in die Krypta gelangen zu können, ist es notwendig, durch ein Loch im Boden zu gelangen. Jetzt entdecken wir das berühmte Relief mit der Beleuchtung. Noch vor 30 Jahren wurde immer erwähnt, dass der Jetpfeiler ein Isolator ist. Aber weshalb braucht eine Lampe einen Isolator? Nein, das ist kein Isolator, sondern eine Antenne.
Spätere Bilder aus dem Tempel Philae bestätigen meine Äußerungen. Über dieses Relief schrieb man schon viel und dokumentierte es mit Videos. Aus diesem Grund fasse ich mich kurz. Der nach den Ägyptologen genannte Chet-Pfeiler ist kein Ideogramm für die Dauer und Beständigkeit, wie die Ägyptologen meinen, aber auch kein Isolator, sondern eine Empfangsantenne für Energie. Die Beleuchtungslampe ist keine Glühbirne, wie früher gesagt wurde, sondern eine Beleuchtung, vermutlich auf der Basis einer LED-Beleuchtung. In so einem Fall brauchen wir nicht so viel Energie wie für eine Glühbirne und man kann wirklich die paar Volt ohne Probleme von einem Sender wie der Pyramide zum Empfänger, in unserem Fall dem Chet-Pfeiler, übertragen. So geschehen auch auf der Weltausstellung im Jahre 1893 in Chicago. Dort präsentierte Nikola Tesla dem staunenden Publikum seine neuesten Erfindungen. In der Hand hielt er eine leuchtende Glühbirne, obwohl sie an kein Kabel angeschlossen war. Das Relief auf der Gegenseite in der Krypta von Tempel Dendera veranschaulicht das Prinzip der Energieübertragung. Die links gezeichnete Einrichtung ist der Sender und rechts die vier Antennen sind die Empfänger. Die Verbindung zwischen den Sendern und Antennen zeichnete man durch die Luft. Da bei den Antennen eine Erdung vorliegen muss, stellte man dies mit einem Halbkreis dar. Dass in Dendera die Tempel vermutlich mit Strom beleuchtet wurden, weisen die schönen Deckenmalereien, die nicht durch Ruß oder Schmauchspuren beschädigt wurden, nach. In anderen Tempeln sind sie vorzufinden. Am Assuan Zai, am Philae-Tempel, das jede zweite Säule, die Lampenmitte, mit einer Antenne eingezeichnet hatte. Nur Assuan ist zu weit von der Pyramide entfernt. Nach einer Suche entdeckte ich abseits der Haupttempel ein interessantes Relief. Auf dem Relief stehen unter einem großen Mast Personen. Im oberen Teil des Mastes ist erneut eine Antenne zu entdecken. Dass der Mast groß ist, ist durch den fliegenden Vogel wahrzunehmen. Auf der gegenüberliegenden Seite von diesem Tor befindet sich ein Detail auf die Antenne, wo sie auch hier geerdet ist. Die Erdung entspricht auch der Erdung von Tempel in Dendera. Das stellt dar, dass der Mast mit der Antenne eigentlich auch ein Empfangsverstärker war. Mit einiger Fantasie kann gesagt werden, dass das vermeintliche Musikinstrument Sistrum auch ein Beleuchtungsmittel ist. Die Verdrahtung entspricht die einer Antenne. Hier in der Krypta befinden sich mehrere Reliefs, auf denen Personen das vermeintliche Musikinstrument halten. Dass das Musikinstrument so in die Hand zu nehmen war, wie wir heute unsere Handys mit angewickelter Hand halten. Beleuchtungslampen oder Ähnliches zum Beleuchten hält man mit gestreckter Hand. Schon dieses Relief nach dieser Beurteilung weist nach, dass es sich nicht um das Musikinstrument, aber um eine Beleuchtung handelt. Die Besichtigung des Tempels von Dendera führte mich zu einem Schatz voller Geheimnisse, die entweder schon entdeckt oder noch zu entdecken sind.